Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays Kingdom Under Fire Heroes. Wir haben das letzte Mal, genau, diese blöde Mission am Glaukus beendet, die schon sehr komisch, also benötigt D926, was auch immer das heißt, ist vielleicht eine Unit-ID, die nicht übersetzt wurde, zumindest, ja. Die haben abgeschlossen, sind jetzt im Vorstoßlager und wollen eigentlich die Orks in Hextavern und wollen da in einen geheimen Durchgang gehen, haben aber die Möglichkeit, jetzt nochmal zwei dieser unbekannten Missionen zu machen. Und das machen wir jetzt. Eine heute, eine nächste Woche und dann geht's weiter in der Story. Wir haben jetzt auch vor allen Dingen eine Ghoul-Truppe, Bogenschützen, Reiter und das Mammut. Ne? Da sind wir eine ganz schön coole Gruppe. Die Ghoul können auch zaubern, aber die sind primär, glaube ich, zum Nahkampfunterstützung. Dass wir die Bogenschützen auf jeden Fall frei halten. Verteilt euch! Jetzt machen wir das langsam, deswegen können wir das schon mal mit vorschicken. Lustig. Macht aber keinen Schaden. Was ist los? Hier lang? Verstanden. Ich bin Leinhard, Graf von Arain. Wo sind denn jetzt Gegner? Da. Psst. Macht ihn die Hölle heiß! Ha! Feuert auf sie! Reiter! Reiter! Ich erwarte Bewegung! Was? Arme Dunkelelfen! So, eine Speer, gucken wir noch ein bisschen hier hin. Okay, jetzt irgendwie verdächtig ruhig. Verstanden! Ich bin Leinhard, Graf von Arain. Angriff! Eure Zeit ist um, Sterbliche! Nochmal, schwere Infanterie, Paladin, okay. Wagt es, Leinhard herauszufordern? Haben wir vor allem Blitzangriffe durch die Elementarverzauberung, da geht das hier runter wie nichts. Sind das Mörserangriffe oder sind das... Ich glaube, das sind Mörserangriffe. Meisterbewegung, Meisterfolgen. Ich hab verstanden. Ich führe mein Zeichen. Ballista. Ich werde. Die Orkreiter werden angegriffen. Verteilt euch. Vorwärts. Sklaven des Todes. Die Orkreiter kämpfen. Die Orkreiter werden angegriffen. Seid einfach auf ein Ziel. Okay. Wer ist hier noch? Paladin, okay. Das Mammut hat sie zerquetscht! Ein Schwermeister. Wohin? Ihr wagt es, Leinhard herauszufordern? Okay, es war noch ein paar Dinge drüber, aber die Ghoule müssen vor allem durchkommen. Was soll ich tun? Ghoule halten die Stellung! Genau, vor allem die Minenwerfer. Ihr wagt es, Leinhard herauszufordern? Wer ist hier jetzt noch? Noch ein paar Paladine? Mal hier weg, dass wir die Ghoule unterstützen können. Die sind nämlich ein bisschen... Werdet um Gnade winseln! Verteilt euch! Macht ihr die Hölle heiß! Mach mal hier so eine Heilung rein. In die Mitte. Na, dahin. Und das Mammut greift hier mit an. Ihr wagt es, Leinhard herauszufordern? Ich lasse mir mal noch die Blitze durchgehen. Da könnten wir auch mal ein bisschen leveln, dass die Blitze hier ein bisschen mehr reinhauen. Das hatte ich bei meinen Crusaders Blades, wo einer, der meinte, der macht immer seine Offiziere halt hoch, dass die halt auf mich ausrasten. Ich mache Stachel. Ihr wagt es, Leinhard herauszufordern. Ich werde Gehorsam leisten. Guck mal, die Balliste kaputt. Ihr wagt es, Leinhard herauszufordern? Ich meine, das ist auch eine Taktik. Er meinte, da musst du dann nur ein- oder zweimal die Skill einsetzen, dann war die Armee schon halb tot. Und das sowas Ähnliches sehen wir jetzt hier auch, ne? Wenn ich den noch ein bisschen leveln würde. Ich werde um Gnade verteilt euch! Los geht's! Ich bin Leinhard, Prinz von... Psst. Arme Dunkelelfen. Okay. Eure Zeit ist um, Sterbliche! Sehr gut. Minenwerfer. Man könnte sie auch Mörser nennen, also... Die Namensgebung teilweise, ne? Also bei den Luftschrecken ist ja auch die Übersetzung falsch. Das sind ja auch Flügelbomber, angeblich. Ich kämpfe gegen keine Ghule mehr, das sind meine eigenen Ghule. Da muss ich mich jetzt auch noch dran gewöhnen. Gut. Boah. So, hier steht noch einer. Ich werde um Gnade winseln. Du bist Ghule noch ein Gegner. Ich habe meinen Feind erledigt. Ich werde um Gnade winseln.
Das Mammut hat einen Feind zermalmt. So, mal probieren, wie das läuft, wenn man hier ein Pool losschickt. Cool, halten die Stellung. Zum Explodieren. Das auch Schaden macht, oder wie das aussieht. Ich hasse es, Ballisten anzugreifen, weil die... Keiner weiß, wo die Gegner sind. Da! So wenig Gegner. Und die sind so geschützt durch die... Ich hatte schon, dass hier welche in die Balliste reingebackt sind, die ich nicht angegriffen kriegt habe und sowas. Also, da hinten ist der Letzte. Ghule haben einen Feind getötet. Bogenschützen haben gesiegt. Die Orkreiter haben sie zerstört. Das Mammut hat einen Feind zermalmt. Mal gespannt. Ich bin... Verteilt euch! Vorwärts! Verstanden. Ha! Zeigt jetzt! Reiter, Orkreiter! Ach, das hier ist einer. Ich... Eure verteilt euch! Wie viel Schaden macht das? Und es macht ein bisschen Schaden bei den Ghulen, okay? Also das sollte man nicht zu viel verwenden. Okay. Los, meine Sklaven! Ich werde gehorsam. Ich mache Stachelschweine! Meister, Reiter! Wohin? Ich hab... Okay, ich Ghule. Also das sind... So, dahingehend sinnvoll, also dass es die wirklich einen Ghul tötet. Finde ich jetzt nicht so den besten Move irgendwie. Hat jetzt nicht sehr viel Schaden gemacht, ne? Wenn das jetzt ja immens viel Schaden gemacht hätte, könnte man das überlegen. Ansonsten kann man die mit Heilung und so einfach am Leben halten. Sinnvoller. Könnte ich um Gnade winseln? Bogenschützen haben gesiegt. Das Mammut hat einen Feind zermalmt. Arme Dunkelelfen. Ich werde gehorsam. Feuert auf sie! Ghule kämpfen! Ich für meine Bewegung, Meister folgen. Ich bin Leinhard. Verteilt euch! Blitz und Heilung. Unsere Zeit ist nice. Unsterbliche. Der Blitz hat reingehauen. Nur schwere Infanterie da vorne, ja? Das ist Ding. Die Macht der Schatten. Ja, die Macht der Schatten. Ghule haben einen Feind erledigt. Bogenschützen haben einen Feind abgeschossen. Das Mammut hat sie zerquetscht. Die Orkreiter werden angegriffen. Werden sie das? Reiter, folgt weiter. Verteilen. Ihr werdet um Gnade bitten! Ghule haben einen Feind getötet! Bogenschützen haben gesiegt! Das Mammut hat einen Feind zermalmt! Gehorsam! Ich mache Stachelschweine auf! Arme Dunkelelfen! Verteilt euch! Ich bin Leinhard, Graf von Arain! Verteilt euch! Ich bin Leinhard, Prinz von Velon! Verteilen, damit sie immer schneller sind. Also wer sich wundert, warum ich das tue, verteilt die Formation jetzt schneller und macht einen besser gegen... AOE-Angriffe wie Mörser. Macht einen aber anfälliger gegen Kavallerie-Angriffe, glaube ich, und vor allen Dingen gegen Bogenschützen. Feuer, da ist man, wenn man eng zusammensteht, natürlich besser dran. Ha! Zeigt einfach auf ein Ziel. Verstanden. Ihr wagt es, Leinhard herauszufordern? Das ist so die Logik hinter den Formationen ein bisschen. Wobei ich manchmal auch auf offene Formation gehe, um auf einen Bogenschützen loszugehen. Weil haben sie zerstört. Natürlich schützt einen das gegen das arme Dunkel. Los geht's. Gegen das Feuer, aber genauso bewegt man sich halt fast nicht. Weil die dann immer stehen bleiben, wenn die Pfeile abkriegen. Ich bin Angriff! Ha, feuert auf sie! Was ist los? Hier lang? Verstanden. Ich hab verstanden. Ich war... Arme Dunkelelfen. Wer ist da noch? Wäre ich werde Gehorsam leisten. Mal dort eine Heilung rein. Ghule halten die Stellung. Was ist... Ihr wagt es, Leinhard herauszufordern? Hätte man noch vorher mal Elementarverzauber machen können. Das wäre sinnvoll gewesen. Ist dann aber irgendwo mein Micro auch am Ende hier. Ha!
steigt ein. Ich mache Stachelschweine aus euch. Okay, Reiter, dann machen wir mal ein bisschen. Reiter, Meister Saar zeigt Bewegung. Folgt Willen von Ork-Reiter. Ich. Wohin? Ihr wagt es, Leinert herauszufordern? Die Ork-Reiter. Irgendwie. Laufen hier aber an uns vorbei. Naja. Ich sollte nicht hier durchlaufen, aber die standen wahrscheinlich falsch rum. Ich schenke dir die ewige Nacht. Ich werde Gehorsam leisten. Ihr wagt es, Leinert herauszufordern? Ja, ich sag das Speer. Gibt es hier noch einen weiteren Gegner oder waren das alle? Ihr wagt es, fast so aus, als wären das alle. Infanterie! Erledigt. Das Mammut hat sie zerquetscht. Bogenschützen haben besiegt. Die Ork-Reiter haben sie zerstört. Das Mammut hat einen Feind zermalmt. Ihr werdet um Gnade bitten. Unser Speer wurde gefangen genommen. Zeigt einfach auf ein Ziel. Ich bin Leinhard, Prinz von Belot. Ich für Meister im Reiter. Meister zeigt Bewegung. Mein Volk Willen Ork-Reiter zeigt Reiter. Ich werde Gehorsam leisten. Die Arme. Angriff! Eure Zeit ist um, Sterbliche. Ja, letzten. Können es auch wirklich die letzten sein. Sieht ja nichts im Wald. Da kommen unsere Reiter durch. Sehr schön. Die Ork-Reiter werden angegriffen. Ghule werden angegriffen. Ja, von wem? Reiter, Bewegung. Ihr wagt es, Leinert herauszufordern? Ich werde Gehorsam leisten. Feuer doch. Angreifen, ne? Ihr wagt es, Leinert herauszufordern? Ghule haben einen Feind getötet. Bogenschützen haben gesiegt. Das Mammut hat einen Feind zermalmt. Verteilt euch! Rückt aus! Ist da einer oder was? Ist noch versteckt? Los geht's! Verteilt! Ich bin Leinhard, Graf von Ab. Vorwärts! Minenwerfer. Direkt schon mal ein Blitz auf dem Weg dahin. Eure Zeit ist um, Sterbliche! Ja. Unser Speer wurde gefangen genommen. Was? Unser Speer wurde gefangen genommen? Das heißt, das sind nochmal welche, oder? Stellung. Ah, da waren wir doch eigentlich schon. Laufen die jetzt auch noch wild rum auf der Karte oder was? Die Ork-Reiter kämpfen. Ja, sollte nicht für lang sein, ne? Ghule haben einen Feind getötet. Bogenschützen haben besiegt. Okay. Die Ork-Reiter haben sie zerstört. Na gut, dann habe ich den Speer anscheinend einfach mit nach Nordosten geschickt und er ist einfach mit reingerannt. So, war Ghule nur ein paar Kills, aber ja. Waren ja eher nette Dreingabe, ne? Reinhard und die Bogenschützen rasten immer voll aus hier. So. Jetzt überlege ich, ob ich das jetzt schon verteile oder ob ich jetzt das spare. Die Erfahrung. Wobei, sparen, warum? 35. Teamwork macht, dass es häufiger schießt, ne? Genau. Pioniere Flotte arbeiten. Nahkampf braucht es nicht. Die Ghule sind ja eh nur so eine nette Eingabe. So, mal noch ein bisschen gelevelt. Ausrüstung ist hier voll, hier fast voll. Fernkampf, würde ich sagen. Bevor, gucken wir mal, ob es irgendwas was richtig Teures gibt, was wir brauchen. Hier, Explosion, Fernkampf ist eigentlich das, was ihr braucht. Aus dem Nahkampf halten wir euch schon raus, keine Sorge. Ah! Wie viel? 26.000. Okay, das Geld hätte ich eh nie zusammen gehabt. Kriegt ihr noch das hier? Ja, das reicht auch, ehrlich gesagt, ne? Gut, dann haben wir alles ausgegeben und das nächste Mal geht's
wieder in einer, sag ich mal, wieder so einer kurzen Viertelstunde-Episode dann hier ins nächste unbekannte Gebiet, ne? Ja, nehmt es mir nicht übel, wenn ich das jetzt so ein bisschen Anführungszeichen ziehe. Ich habe auch eine begrenzte Aufnahmezeit und da, ja, verschaffe ich mir damit ein bisschen Ruhe sozusagen, ne? Da bleibe ich auch länger motiviert, haben alle was von. Gut, dann an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.